Recht herzlich willkommen zur dritten Folge von Europa Universalis 4. Ja, letztes Mal haben wir gegen die Rebellen verloren. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da vorankommen. Militärzugang egal, das war jetzt nicht wichtig. Wir müssen wieder unsere Truppen aufstocken, dass das weitergeht. Und hoffen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja. Wie kriegen wir es hin? Das ist eine gute Frage. Erstmal müssen unsere Truppen mehr werden. Auf der anderen Seite, wenn wir ein bisschen Geld hätten, könnten wir Söldner anwerben und die dann schlagen. Dafür müssen wir aber sparen. Das heißt, wir haben ja Plus hier auf jeden Fall. Wie viel sind das? 2,43, das ist schon mal was. Dann müssen wir gucken, dass wir da vorankommen. Ne? Ist einfach so. Jetzt können wir hier mal noch ein bisschen durchblättern. Ja, was ist hier mit... wir sind verbündet mit Brandenburg und Trier. Einen haben wir da noch. Das ist Kohle. Das ist der Handel. Der läuft einigermaßen gut. Da wird abgeschöpft. Das wird verschoben. Und das auch. Prestige und Diplomatie. Ah, wir haben die Mission erfüllt. Machen wir gerade Pause. Gucken wir rein. Was haben wir hier? Unsere Reserve an Rekruten müssen sich erholen. Ja, okay. Das müssen wir definitiv machen dann. Da kriegen wir auch Punkte für. Lassen wir weiterlaufen. Ansprüche haben gegen Kleve noch. Die können wir aber definitiv... Achso, da oben sind wir noch am Arbeiten, ne? Aber... die Altmark, das haben wir ja gleich schon geschafft. So, Geld wäre schon da. Ne, wir müssen das auf einmal machen, weil die kosten ja auch Unterhalt, die Söldner. Also wir müssen erst sparen, bis das ganze Geld zusammen ist, und dann müssen wir auf einen Schlag zuschlagen, ne? In der Hoffnung, dass das dann auch klappt. Also er ist jetzt hier, wo ist er? In Lüttich verbessert da die Situation und er ist in Altmark. Magdeburg müsste das sein, ne? Ja, und da verbessert er. Wenn er schon bei 105 ist, da geht wahrscheinlich gleich nichts mehr. Ja. Sind denn... Die Magdeburger sind doch gar nicht bei uns, oder? Wir stehen super mit denen, aber... Und so nix, ne? Was ist... Braunschweig und Lüneburg als Gegner, okay. Braunschweig ist dazwischen. Achso, deswegen hat man die, ne? Damit die uns unterstützen gegen Braunschweig zum Beispiel. Oh, da ist noch eine Truppe mehr gekommen. Wir haben aber auch zwei Einheiten jetzt. Gut, wir müssen... Fünf Einheiten jetzt noch haben? Nein. Sieben Einheiten. Sieben. Wie teuer sie. Ne, das ist verkehrt. Das wäre auch billiger. Aber so viele können wir gar nicht rekrutieren, weil wir die ja gar nicht haben. Sondern wir müssten. Ach so, unten zurück. Söldner anwerben, die kosten 13. 70, 91 sind das dann. Ja, dann müssen wir uns ins Zeug legen, ne? Obwohl, ja, vielleicht haben wir auch ein paar mehr, dann brauchen wir nicht sieben Einheiten, vielleicht nur sechs. Müssen wir schauen. Sechs wären 68, 78. Okay. Müssen wir 78 Taler haben. Okay, Verziehungslüttich. Haben wir erreicht, das heißt, ah, jetzt habe ich das nicht abgelehnt. Okay. Der kommt wieder. Ja, und dann stoppen wir mal. Für den 5 Prestige, wenn die diplomatische Macht, dann nehmen wir die diplomatische Macht, das ist egal. Aber wir haben jetzt einen freien Diplomatenklebe. Wir können auf jeden Fall weitere Ansprüche machen und ich würde das gerne hier machen. Jetzt Geheimdienstaktion Anspruch fingieren. Auf Münster. Okay. Da hat er wieder was zu tun. Gut, und dann müssen wir jetzt ein bisschen warten wohl, bis es vorangeht. Gut. So, wir haben gegen Münster jetzt den Kriegsgrund der Eroberung. Das war nämlich jetzt mit unserem Diplomaten, der das da gemacht hat. Aber wir haben ja auch ein Bündnisangebot von Bayern. Ja, die sind hier unten irgendwo. Da ist Bayern-Ansbach, dazwischen liegt Würzburg und die Mainzer und dann Hessen.
Ja, die sind ein Stück weg, ne? Aber die können uns vielleicht auch was bringen. Wir nehmen das mal an. Und Geld haben wir jetzt 70, das dauert noch ein bisschen weiter, was wir laufen lassen können. Wir können den nächsten Anspruch fingieren und das machen wir hier oben mal. Weiter bei den Münsteranern. Gut, und dann geht das nicht mehr. Da müssen wir gucken, dass wir auch Westfalen, da war ja noch Hannover und sowas, müssen wir auch machen. Aber wir Münsteraner werden wir erstmal weiter im Auge behalten. So, wir können hier eine Technologie investieren. Das ist Docks bauen. Nachbarbonus minus 5. Erhöhung im Zeitablauf minus 0,3. Okay, das machen wir erstmal. Und der Marktplatz kann angebaut werden. Das ist ja super. Und wir sind jetzt so weit, dass wir hier 4 haben. Das heißt, uns fehlen 5 Truppen. Ich würde jetzt die Leute rekrutieren. Das bedeutet hier 1, 2, 1, 2 und da auch 2. So, die 6er und dann müssten wir schauen, dass wir dann da angreifen. Die erst zusammenziehen und dann geht's los. Jetzt haben wir die Truppen zusammen und jetzt geht's auf den Gegner. So. Und die sollten wir dann besiegen. Jetzt haben wir Kredit aufnehmen müssen, aber das ist egal. Wir müssen unser Land wieder befreien. Und das sieht gut aus. Wir haben verloren. Wie kann das denn sein? Okay. Leute zusammenziehen. Will er gerade irgendwie nicht so richtig. Jetzt, ja. 6 Einheiten. Wir haben 8er und jetzt gehen wir nochmal gegen vor. Ja, diesmal sollte es aber klappen. 5 Prestige erhalten. Unser Agent wurde entdeckt. Osnabrück, okay, das ist nicht schlimm, aber wir haben schon wieder verloren. Das ist doch nicht wahr, oder? Die sind aber krass, oder? Mal kein Anführer dran, doch. Passt. Uns kosten zurzeit natürlich die. Sag schon. Wir müssen. Jetzt haben wir gewonnen. Super. So, und jetzt müssen wir gerade in die Pause, weil jetzt müssen wir gerade gucken. Armeen abspalten. Und die ohne Anführer, das müssten ja die. Wählen wir sie erst aus. Das sind die Dinge, sag schon, die Söldner. Und die können wir dann auflösen, damit wir wieder Geld kriegen. Ne? Gut. Und das sind unsere restlichen Armeen, die jetzt nicht ganz viele sind. Ne? Die müssen wir jetzt erst wieder auffüllen. Gut. Und weiter geht's. So, da können wir wieder in eine Technologie investieren, und zwar nationale Ideen. Da geht's dann voran. Gut. So, Produktionseffizienz erhöht um 10. So, und dann haben wir hier die nationale Ideen. Ich mache mal Pause, denn das ist jetzt hier. Und da können wir was, müssen wir was aussuchen. Jetzt wollte ich aber gerade nochmal hier reingucken. Da 8, 5 und 3 haben wir da. Also administrativ, wenn wir am schnellsten voranschreiten, ne? Und das wäre auch wahrscheinlich meinem Nachfolger so gegeben.
So, dann gucken wir da rein und die administrative Ideen sind die vorderen. Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Toleranz, religiöse Einheit, nationale Unruhen, Toleranz Heretiker, Nationalismus, Kulturlimit, Beziehung, das sind so nicht so prickelnde Sachen, was haben wir hier, aber administrative Ideen, Söldner kosten, minus 25, das ist nicht schlecht. Kernprovinzbilliger, auch gut. Söldner, Unterhaltsmodifikator, minus 300, das wäre auch super. Zinsen, minus 1, Buchhaltung, okay. Verfügbare Söldner, plus 50, das wäre auch gut. Mögliche Berater, einer dazu. Und Admin-Technologiekosten, minus 10. Okay, der erste, also der zweite Punkt hier unten gewinnt gegen den. Ja, expansionistische Ideen, da sind die Geschichten im Übersee oder so. Also ich glaube, da sind wir weit, weit von entfernt, dass wir da hinkommen. Das ist für uns, glaube ich, erstmal nicht spielentscheidend. Gut, dann haben wir die Wirtschaftsideen. Bürokratie, das ist ein Steuermodifikator, plus 10. Baukosten, minus 20. Inflationsreduktion, plus 0,1. Zinsen runter. Der Autonomie geht darunter und Armeeunterhaltsmodifikator minus 10. Produktionseffizienz plus. Also momentan. Hi. Söldnerkosten minus 25. Also das oder das ist momentan zu entscheiden. Religionsgeschichte, Missionen. Stabilitätskostenmodifikator, okay. Missionsstärke 3. Ehrlich Hingabe, das sind so schöne Werte, aber momentan würde ich sagen, nee, brauche ich nicht. Und Innovationsideen, Prestigeverfallen minus 1, Söldnerkosten minus 25, Technologiekosten minus 5, Berater einer dazu, reduzierte Inflationskosten minus 10, Kriegsgültigkeit minus 005. Nee, also ich bin hier und hier zwischen am Schwanken. Söldnerkosten und das nationale Steuermodifikator. Lass uns mal gerade reinschauen. Ach, das ist immer verkehrt da. Nee, da ist es. Was kosten Söldnerkosten? Armeeunterhalt wäre zurzeit 0,66. Und das waren 25%, ne? Sind 33, ungefähr 16. Das ist schon ein Batzen Geld. Das ist nicht so oft Genova, aber dann Söldner Unterhaltsmodifikator, ne? Ach, Söldnerkosten. Stopp, wir sind jetzt nicht bei Soldaten, sondern bei Söldnern. Das ist alles, betrifft alles Söldner hier unten. Nee, dann müssen wir hier eher scheffeln, ne? Ja. Wir nehmen die Wirtschaftsideen. Haben wir freigeschaltet. Gut. Dann ist das schon mal geklärt. So, dann weiterlaufen lassen und Mannstärke wieder kriegen. Mission war Truppen aufrüsten, oder? Soldatenzahl mindestens 90%. Okay, das ist dann wieder warten. Gut. Bis später. Verbesserung der Handelstechnologien. Ja, da ist eine Entscheidung fällig. 50 Inflation kriegen wir, 50 Diplomatie oder halt 10 diplomatische Macht. Diplomatie ist das hier in der Mitte, ne? Inflation, müssen wir mal gerade reinschauen, wie die Inflation ist. War hier, ne? Oder? Ne, das war Kriegsmüdigkeit. Inflation sehen wir hier. Ah, die könnten wir ja dann auch administrative Macht senken. Da würden wir ja mehr kriegen. Auf der anderen Seite 0,5 würde ich noch nicht senken. Wir nehmen das obere. Gut, und ja, zwischenzeitlich haben wir ein paar Ansprüche fingiert. Osnabrück haben wir, Hannover haben wir, Nassau sind wir bei.
Hier unten, die Trierer, die haben sich geschlagen mit ihren Nachbarn, aber wir sind nicht gerufen worden. Wir hätten auch gar keine Möglichkeiten gehabt, hätten wir abgelehnt, aber wir machen jetzt gerade mal so ein bisschen weiter, ne? Mal schauen, wie es wird. So, dann haben wir einen Stabilitätszuwachs. Einen dazu, das ist super. Wollte mich mal wieder melden. Hier sind wir jetzt gerade bei Limburg vom Brabant Anspruch fingieren. Truppen 5 haben wir. Hier unten ist es ruhiger geworden. Die Zahlung habe ich getätigt, dass wir unseren Kredit loswerden. Das habe ich zwischendurch gemacht. Ja, und sonst. Ja, ist eigentlich jetzt immer noch ruhig. Da hat ziemlich lange gelaufen, ohne dass was passiert ist. Ja, müssen wir mal schauen, ne? So ein paar Leute sind halt gestorben und dann nicht. Aber so bedeutend für uns ist es eigentlich weniger. Hier ist es so aussehend. Da sind wir ziemlich voll. Das könnte was werden, dass wir da den nächsten Schritt bei der nächsten Folge machen. Aber ich denke mal, das ist alles noch im Rahmen. Ja, Soldatenzahl mindestens 90%, das dauert noch. Ja, das ist, ne, ein bisschen hin noch. Gut. Aber sonst, Stabilität ist gestiegen gerade. Können sie nochmal steigern in dem Sinne. Möchte ich aber nicht. Eins reicht ja. Kurz einmal durchgeblättert. 2,13. Das ist auch super alles eigentlich. Ja, haben wir alles gesehen eigentlich, ne? Soldatenzahl, ja, 8 von 9 haben wir. 5 sind da, dauert noch ein bisschen, bis wir das hinkriegen. Naja, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann, tschüss.